Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schusen. Heute zum DFB-Magazin für Kids 2 2021 Unboxing von Panini. Passend zur Europameisterschaft sind hier nochmal einige Extras drin, unter anderem ein Päckchen von den Karten und ein XXL Limited Edition von Timo Werner. Die Zeitschrift wird ja einmal pro Serie eigentlich rausgebracht, um dort Limited Edition beizulegen. Und heute haben wir hier die Ausgabe mit dem großen Timo Werner. Das ganze Magazin ist am 19. Juni rausgekommen, kostet 3,99 € und könnt ihr euch gerne zulegen, wenn ihr die Karte haben wollt oder die Serie sammelt. Das Ganze kann man relativ leicht hier oben aufmachen, ohne viel Rumgereiße und Kaputtgemache. Und dann holen wir einfach mal erstmal das Heft raus, das wir uns natürlich auch noch angucken werden. Und dann einmal so ein kleines Schiri-Set mit Schlüsselanhänger und dann das Wichtige für mich als Sammler, die Limited Edition Karte von Timo Werner in XXL von der Europameisterschaftsserie. Ja, in dem deutschen Online-Shop gab es ja welche und dann in den Just Kick-It-Ausgaben und jetzt hier in der Paule-Ausgabe und dann noch das Kick-Off-Päckchen, was schon leider ein bisschen verrückt ist. Und dann haben wir hier noch einmal eine Spielführerbinde und ein Schlüsselanhänger. Auch das wird wieder mein Cousins mitgebracht, die sich darüber immer sehr freuen und ich brauche es ja nicht, deswegen cool, dass die sich dann darüber freuen, wenn ich es nicht brauche. Die beiden Sachen legen wir einfach mal hier oben hin und dann gucken wir uns einfach mal das Magazin an. Vorne drauf sind wir direkt mal 5 DFB-Spieler mit Ilkay Gündogan, dann Toni Kroos, Robin Gosens, Ginter und Neuer. Gosens hat im Spiel gegen Portugal so gut gespielt, also der Typ hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial in den nächsten Jahren dort noch was zu erreichen. Dann haben wir hier noch einmal das Inhaltsverzeichnis und dann einige Spielerporträts, unter anderem hier mit einem Mannschaftsfoto, auch wenn hier sozusagen die B11 gespielt hat, weil unter anderem Leno im Tor gestanden hat. Aber dann haben wir zu jedem DFB-Star nochmal die Position, das Geburtsdatum, der Geburtsort, die Größe, Nation und den Verein aufgelistet, sowie ein Porträtbild und natürlich nochmal der Name. Also hier eigentlich alles aktuell, alle Spieler drin, die auch bei der Europameisterschaft wirklich dabei sind. Und dann haben wir hier nochmal Lesen, unter anderem mit Emils großer Stunde, ein kleiner Comic oder kleine Dinge zum Lesen. Das Magazin ist ja eher für jüngere Leute und daher könntet ihr dort auch noch ein wenig lesen üben. Dann haben wir noch einige Informationen über das deutsche Team und unter anderem hier mit Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer, Oli Kahn, Philipp Lahm, also viele Legenden abgebildet. Dann haben wir hier ein Gewinnspiel, wo du dreimal eine Displaybox von Eurostickern und ein Album gewinnen kannst, fünfmal coole Make-Course-Sets und dreimal Soccerstars Sammelfiguren. Werde ich vielleicht sogar mitmachen, kann man immer mitmachen und gewinnen, also keine Ahnung, gewinnen ist auf jeden Fall was Tolles. Dann haben wir einmal Paule hier abgebildet und dann nochmal einige im Auswärtstrikot, unter anderem mit Hofmann, der ja noch gar keine Spielzeit bekommen hat, weil er immer auf der Tribüne saß, genau wie Musiala. Und dann kommen wir hier zum Ausmalen, also ein paar Ausmalbilder von Paule und seinen Freunden und dann kommen wir noch zum Beach Soccer. Ja, finde ich ja richtig cool, so Strandfußball spiele ich auch öfters mal, wenn ich irgendwie mal mit Leuten draußen bin oder am Strand bin. Strandfußball auf jeden Fall was Tolles, kommt zwar nicht so oft vor, aber wenn dann, dann auf jeden Fall. Dann haben wir hier nochmal einige Wissen über Rekordtrainer Joachim Löw, noch ein kleines Quiz und zu guter Letzt dann noch einmal auf zur Weltmeisterschaft, schon die Vorschau auf das nächste Jahr in 2022 mit der WM in Katar, unter anderem mit den ganzen Terminen in der Qualifikation gegen Liechtenstein, Armenien, Island, Rumänien und Nordmazedonien und dann nochmal zwei Rückspieler gegen Liechtenstein und Armenien. Dann haben wir hier wie immer was für die Ernährung. Energy Balls werden hier vorgestellt und hergestellt. Finde ich immer mäßig gut. Ich finde, Energy Balls sind immer so schwer im Magen. Also klar muss man die auch sich aufteilen zu essen, aber ich finde, die liegen so schwer im Magen, die kriege ich meistens sogar Bauchschmerzen von, statt dass sie mir irgendwie Energie geben. Dann haben wir hier noch ein paar Basteltipps mit so einem kleinen Rad. Wieder ein bisschen Spiel und Spaß, Rätsel mit Paule. Und zu guter Letzt nochmal die Lösung von dem Ganzen. Das zu den Paula-Magazinen, dann hier noch Werbung für die Sticker. Dann haben wir hier die Limited Edition, vorhin schon gesehen, mit einem 85er Control, 68er Verteidigungs- und 98er Angriffswert. Ja, auch Timo Werner ist ja zur Last gefallen, dass Thomas Müller wieder ins Team ist. Daher ist er kein Stammspieler mehr. Aber Timo Werner kommt eigentlich immer von der Bank. Jetzt bei dem Spiel gegen die Portugiesen ist er nicht gekommen, aber gegen Frankreich. Aber dort hat er leider nicht so viel zeigen können. Ich würde sagen, wir öffnen nochmal eins der Promotion-Päckchen hier, was dabei liegt von der Euro-Kartenserie und finden zuerst als Base-Karten Martin Hinteregger. Dann haben wir passend zu Deutschland Serge Gnabry. Finde ich, ist im Sturm ein bisschen verloren. Der muss eigentlich auf die Außen oder aufs ZOM, aber dort spielt halt Müller eigentlich immer. Dann haben wir Jan Buril, Eden Hazard, Belgien bisher richtig gut dabei. Dann Nikolic, Zeluska
Und dann haben wir hier unsere beiden Powerkarten, die eigentlich immer hier garantiert in diesem Päckchen drin sind. Und einmal haben wir dann den Code, den könnt ihr gerne haben. Und dann unsere beiden Powerkarten sind einmal Dennis Zakaria als Fansfavorite für die Schweiz. Ja, die Schweiz hat dieses Mal nicht so gute Leistung gebracht. Ich finde, am Anfang das Tor von Embolo gegen die Walisen war gut, aber das Spiel gegen Italien war eine komplette Katastrophe. Und dann haben wir zuletzt noch einen Keyplayer von Dänemark mit Pierre-Emil Højbjerg, der auch nicht so gute Leistung gebracht, aber das kann man, glaube ich, bei den Dänen verkraften wegen der Aktion von Eriksen. Das war es auf jeden Fall jetzt von dem Unboxing hier. Der DFB Pauli Magazin 2021 für 3,99 mit der XXL-Karte von Timo Werner, einem Schiri-Set und einem Promotional Packet. Kann man sich auf jeden Fall mal kaufen, wenn man die Serie sammelt. Und was haltet ihr davon? Schreibt doch gerne was in die Kommentare. Sonst könnt ihr hier oben noch eine Infokarte auschecken. Hier könnt ihr eine Playlist auschecken, hier abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video. Bis zum nächsten Mal. Gerne was in die Kommentare schreiben und Tschüssikowski.